Jo Leute, der Vlog beginnt mal wieder ohne Datum und Uhrzeit und ihr habt mal wieder ein Schwarz-Weiß-Bild vor euch. Ihr wisst ja sicherlich schon wieder, was das heißt, oder? Ich bin wieder Betty quasi aus der Zukunft oder Gegenwarts-Betty eigentlich mehr oder weniger, aber die Vlogs sind ja aus der Vergangenheit, deswegen. Ja, also ich bin halt wieder relativ aktuell. Und zwar wurden jetzt die Vlogs kommen, die ich jeden Tag gemacht habe nach dem Praktikum, weil ich jeden Tag nach dem Praktikum meine Kamera rausgeholt habe und was dazu gesagt habe. Die Sache ist nur die, ich habe mich ja im Endeffekt dazu entschlossen, ein Labervideo davon zu machen, wo ich über mein Praktikum rede. Das heißt, ich würde euch jetzt sonst in den Vlogs wieder nur Sachen zeigen, über die ich eigentlich schon in dem Labervideo geredet habe. Und im Labervideo habe ich halt alles zusammengefasst. Ich habe jetzt angefangen, mal ein paar Vlogs durchzugucken und habe aber gesehen, dass ich zwischendurch in den Vlogs aber auch mal Sachen sage, die nichts mit dem Praktikum zu tun haben. Die würde ich euch jetzt gerne hier noch mit reinschneiden, so ein paar Sachen, die halt nichts mit dem Praktikum zu tun haben. Und ansonsten die Sachen, die halt eigentlich was mit dem Praktikum zu tun hatten, wo ich halt immer was dazu gesagt habe, die schneide ich halt raus, weil, ja, die halt ich im Endeffekt es schon zusammengefasst habe mit dem Labervideo. Sollte ich nochmal irgendwo was Cooles finden, wo ich was ganz Cooles sage oder so zu dem Praktikum, dann schneide ich das gerne nochmal mit rein, aber ansonsten erstmal nicht. Also wie gesagt, wenn ihr da Interesse habt zu wissen, wie mein Praktikum war, einfach mal in die Infobox und in die Infokarte schauen, da ist das Labervideo zu meinem Praktikum nochmal verlinkt. Und ja, mehr wollte ich gar nicht sagen. Jetzt erstmal viel Spaß mit dem kommenden. Jo Leute, nicht wundern, I looks like shit, außer diese Ohren. Ich weiß gar nicht, ob ihr die erkennen könnt, because es ist dunkel. Ich gebe euch mal kurz einen anderen Hintergrund. Oh, look at meine Ohren, my ears. Eine Mischung aus Katze und Hase. Das sind die vom Ariana Grande Konzert. Die peppen mich natürlich heute mega auf. Nee, aber ich hatte Bock, einen Haarreifen zu tragen und warum nicht einen, der geil aussieht, ne? Wenn ich sonst schon aussehe wie Scheiße. Ja. Meine Mom hatte mich, glaube ich, gefragt gehabt so heute, wie viele Abonnenten hast du jetzt eigentlich? Und ich dann so, musste ich erstmal überlegen. Und dann wusste ich die hintere Zahl, so 23 oder so. Oder 24, ich weiß nicht mehr, was ich gesagt hatte. Und dann meine ich halt so, ja, 223 oder 224, keine Ahnung. Und dann bin ich heute, hatte ich nochmal geguckt, an meinem Rechner, habe ich kann ja meine Abonnentenzahl sehen, andere Leute können sie ja nicht sehen, habe ich ja so eingestellt. Und dann stand da 325 und ich dachte, ach stimmt, ich bin ja schon bei 300, das war so komisch. Und dann habe ich das meiner Mutter gesagt und sie dann so, hä, hast du nicht 200 noch was gesagt? Ja, ich habe das voll vercheckt, dass ich mittlerweile ja schon bei 300 bin. Ja, voll komisch irgendwie. Ja, ich muss sagen, in letzter Zeit sind jetzt nicht mehr so häufig Abonnenten dazugekommen und es war auch alles eher schleppend, aber ist mir jetzt auch nicht so wichtig, weil man merkt ja auch, dass ich mich mit der Zahl auch nicht so wirklich auseinandersetze, beziehungsweise nicht so sehr damit befasse und Zahlen sind eh nicht so meine Stärke. Man merkt ja schon, dass ich 300 und 200 durcheinander bringe. Ja, aber so, ich weiß nicht, man merkt wahrscheinlich, dass ich dann dadurch meine Zahlen nicht oft angucke, weil ich nicht genau weiß, ich achte da halt nicht so drauf, ne? Ob das gut oder schlecht ist, kann ich jetzt auch nicht so genau sagen. Aber, ja. Ich sehe das halt auch als nicht so wichtig an, zu wissen, wie viele Abonnenten ich genau habe. Weil, ich meine, ich glaube, da gibt es Wichtigeres im Leben. Und ich gehe ja auch nicht nur nach der Abonnentenzahl. Also ich sag mal so, meine Abonnentenzahl ist mir jetzt nicht das Wichtigste. Deshalb, ja, ist das, denke ich mal, nicht ganz so schlimm. Ich meine, ich mache ja YouTube trotzdem gerne, ob es jetzt 325 Abonnenten sind, ob es 2 Abonnenten sind oder ob es 4000 Abonnenten sind oder keine Ahnung. Wie gesagt, ich mache halt trotzdem YouTube voll gerne und ja, werde deswegen da jetzt auch nicht unbedingt aufhören mit. Und ja, ah, nee, diesen Sonntag muss ich noch ein Video hochladen, das habe ich schon fertig. Für nächste Woche Mittwoch habe ich auch schon fertig und für den Sonntag habe ich auch schon fertig. Dann brauche ich ein Video für darauf die Woche. Habe ich nur nicht. Also ich habe kein Hauptvideo mehr gedreht und ich hatte eigentlich auch nicht vor, irgendwie nächstes Wochenende ein Hauptvideo zu drehen. Ich wüsste jetzt auch gar nicht was. Deswegen mache ich es wahrscheinlich so, dass dann wahrscheinlich ein Vlog online kommt, weil die Vlogs, da habe ich mittlerweile, wie gesagt, so viel zur Auswahl, dass die echt mittlerweile öfter online kommen müssen. Und ich das wahrscheinlich dann so machen werde, dass ich erstmal dann immer nur Vlogs mittwochs und sonntags dann Vlogs hochlade, weil
Ja, ich weiß gar nicht, wie ich das sonst alles machen soll, denn ich habe so viele Vlogs hier, die ich noch hochladen muss, dass ich gar nicht mehr durchblicke, was ich überhaupt noch alles hochladen muss und wann ich das machen soll. Weil wie gesagt, ich habe noch so viele Vlogs, die eben noch nicht hochgeladen sind. Ja, weil ich zum Beispiel in den Ferien einfach übel viel gefilmt habe, in den Sommerferien. Und ja, ich habe da ja so gut wie jeden Tag meine Kamera in die Hand genommen. Und jetzt filme ich auch so gut wie jeden Tag. Es ist einfach krass. Die Vlogs machen mir, wie gesagt, zurzeit halt auch am meisten Spaß. Und ich muss mir nicht genau überlegen, was ich mache, weil ich mache einfach das, was mir Spaß macht. Da fällt mir was ein. Und zwar hatte mir ja eine Person unter meinem einen Video geschrieben. Hier dieses unterwegs Wonder Waffle Laber Video Geburtstage etc. Die mir nämlich auch auf mein Laber Video geschrieben hatte. Zu meinem Laber-Video, was ich über Piercings und Tattoos gemacht habe. Und das hatte ich ja vorgelesen in dem Video unterwegs, Wonder Waffle, Laber-Video, Geburtstage, etc. Ich kann euch einmal mein Laber-Video in die Infobox und in die Infokarte packen. Und dann packe ich euch mal den Vlog, den unterwegs, Wonder Waffle, Laber-Video, Geburtstage, etc. in die Infobox und in die Infokarte. Denn da hat mir die Person nochmal zu was geschrieben, weil ich ihr ja quasi in dem Video auf ihren Kommentar geantwortet habe. Jetzt antworte ich in diesem Video auf ihren neuen Kommentar. Ach, sie schreibt immer so lange Texte, aber irgendwie finde ich es ganz gut. Also, ja, es ist halt konstruktive Kritik und solange sie das nur in langen Texten ausdrücken kann, habe ich gar kein Problem damit, weil es so ganz gut ist. Ich finde das dann gar nicht so schlimm. Also, hi Betty. Wie ich diesem Video hier entnehmen konnte, liest du tatsächlich die Kommentare zu deinen Videos. Denn du hast meinen Kommentar im Video selber sogar vorgelesen und das macht dich doch gleich noch mehr sympathisch. Ich antworte immer lieber gleich auf jeden Satz, wenn ich auf jeden Satz antworten kann, weil sonst muss ich mir das immer alles wieder raussuchen. Also, ja, ich lese wirklich jeden Kommentar, nur es gibt Kommentare, auf denen weiß ich nicht, was ich antworten soll. Somit antworte ich nicht auf die Kommentare. Wenn es vor allem auch so Sachen sind, wo, oh, voll geil oder so, antworte ich teilweise auch nicht mehr, weil wäre immer nur ein Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Und ich habe das Gefühl, mit diesem Dankeschön, Dankeschön, was ich euch schreibe, kann ich nicht das zurückgeben, was es für mich bedeutet und, ich freue mich natürlich immer darüber, wenn Leute so schreiben, dass es denen gefällt und so. Aber ich freue mich eher so im Stillen alleine. Das ist halt bei mir so. Und auch zum Beispiel auf ihren langen Kommentar habe ich ja nicht so geantwortet im Schreiben, weil sonst hätte ich auch einen langen Text schreiben müssen und darauf hatte ich in dem Moment keine Lust. Und jetzt habe ich auch reagiere ich jetzt auch lieber so auf ihren Kommentar, weil ich glaube, sowas ist dann doch persönlicher, wenn ich so auf die Kommentare reagiere, als wenn ich eben diese erst nur so per Hand beantworte, schriftlich sozusagen. Und es ist auch persönlicher, wenn ich das erzähle und ich will nicht warten bis zu irgendeinem Betty kommentiert Kommentare-Video, weil bei Betty kommentiert Kommentare werden ja eher Kommentare vorgelesen, also so Fragen, ne? Apropos Fragen, wenn ihr mal wieder Fragen an mich habt, ruhig stellen, denn die sammle ich mir ja immer, damit ich immer ein paar Fragen habe für Betty kommentiert Kommentare und ihr scheint das ganz gerne zu mögen. Da ist aber die Voraussetzung, ihr müsst mir ein paar Kommentare schreiben, ein paar Fragen stellen. Gut, okay, ich lese weiter. Glücklicherweise hast du meinen Kommentar auch so verstanden, wie er gemeint sollte, nämlich also positive Kritik bzw. als lieb gemeinte Hinweise, wie du deine Videos noch besser gestalten kannst. Ja, natürlich habe ich das so verstanden, weil du eine gute Wortwahl verwendet hast. Ich habe dir zwar auch dort schon geschrieben, vielen Dank für deine konstruktive Kritik. Und das habe ich unter dem Kommentar auch wieder geschrieben, damit sie sich nicht so abgespeist fühlt mit gar keiner Antwort. Klar fühlst du dich wahrscheinlich auch schon immer so abgespeist, wenn ich nur das schreibe, aber weil ich ja nun mal in einem Video besser antworte. Ja, und wie gesagt, solange man die Wortwahl gut trifft und eine gute Wortwahl findet, sehe ich das auch nicht als Beleidigung. Sollten Beleidigungen auftreten, dann sehe ich das als Beleidigung. Gut, ja. Hierbei sollte es weniger um deinen rein inhaltlichen Aspekt gehen, sondern in meinen Augen um allgemein gültige Rahmenbedingungen, die fast in jedem Video zu tragen kommen. Zum Beispiel hast du in diesem Video dich ja auch mit der Kamera in der Hand bewegt, aber schon deutlich unhektischer als in manch anderen Videos. Gut, das kann sein, darauf achte ich irgendwie auch gar nicht so, das ist halt, es passiert halt immer unterschiedlich, ne? Manchmal ist das hektischer, manchmal nicht, je nachdem, was ich gerade mache, wie ich unterwegs bin oder überhaupt. Ja, wie gesagt, hier zum Beispiel stelle ich meine Kamera einfach nur auf, aber das mache ich ja auch nicht immer, wenn ich gerade eh irgendwie rumlaufe, ist mit dem Hinstellen der Kamera eh nicht so zu rechnen, ne? Also ich muss sagen, da achte ich eher weniger drauf. Sollte ich vielleicht machen, aber
Ja, ist halt immer schwierig, ne? Sind halt, dafür sind es eben Vlogs. Aber gut, ich lese weiter. Es macht eben den kleinen, aber feinen Unterschied aus, wenn man sich einfach nur filmt bei dem, was man gerade macht oder tatsächlich die Handlungsabläufe schon ein wenig vorplant. Ja, es macht schon einen Unterschied. In meinen Augen macht es eine Menge aus, wenn man eine ausgeglichene Kameraführung hat mit langsameren und verwackelten Schwenks und wenn genügend Licht vorhanden ist. Logischerweise sind Vlogs natürlich immer spontan und da ist es extrem schwer. Logischerweise sind Vlogs natürlich immer spontan und da ist es extrem schwer, das einzuhalten. Ja, das ist es wirklich, wie gesagt, dafür sind es nun mal meine Vlogs. Zum Beispiel sowas wie Daily-Vlogs mache ich ja nicht, aber ich habe es fast in den Ferien so gemacht, weil ich wirklich fast jeden Tag meine Kamera in die Hand genommen hatte. Und da ist es nun mal so, dass dann einfach irgendwas, was mir gerade in den Sinn kommt, ich fange an zu reden und sage dann einfach irgendwas dazu. Und dementsprechend ist das wirklich so spontan wie möglich eigentlich. Beziehungsweise es ist einfach mega spontan und also in den Vlogs plane ich überhaupt nichts. Klar, wenn ich generell meinen Tag schon verplant habe und ich dann eben meine Kamera mitnehme, dann ne, kommt sie oft auch zum Einsatz. Oft aber eben auch nicht, weil ich dann, das merke, fällt mir dann zwar immer erst fast, wenn ich wieder zu Hause bin, ein, dass ich doch hätte mehr meine Kamera nutzen können, weil ich habe sie ja nicht umsonst mitgenommen. Aber wie gesagt, wenn man dann privat mit Freunden unterwegs ist, ist man auch manchmal froh, die Kamera einfach nicht zu benutzen und wegzulegen. Klar, ihr würdet euch natürlich mehr freuen, wenn ich mehr unterwegs filme, aber das ist halt sowas, ne? Dann müsst ihr vielleicht mich auch ein bisschen verstehen und ab und zu bin ich, wie gesagt, auch mit Freunden unterwegs, die nun mal überhaupt nicht vor die Kamera möchten und dann, das akzeptiere ich auch total. Und es wäre schön, wenn ihr das auch tut, aber ich denke mal, das tut ihr auch. Aber ich würde denken, bei Labervideos zu Hause kann man die schon einhalten. Ich würde nämlich denken, dass du schon ein gewisses Talent an den Tag legst. Bei dem Erstellen deiner Videos und du mit kleinen Verbesserungen deine Videos auch noch auf einen viel besseren Level heben kannst. Erstmal danke für dein Kompliment. Und ja, da hast du vielleicht schon recht, dass man Labervideos da wirklich besser strukturieren könnte und mehr planen könnte. Aber da muss ich zum Beispiel sagen, dafür nutze ich halt Labervideos fast genauso wie Vlogs. Ich setze mich spontan vor die Kamera und rede über ein Thema, weil ich mag das bei Labervideos nicht, wenn ich mir aufschreibe, was ich zu sagen habe, weil dann kommt mir das selber so gespielt rüber. Auch wenn ich mir meine eigene Meinung aufgeschrieben habe, finde ich es besser, meine eigene Meinung preiszugeben, indem ich einfach nur darüber rede. Und es ist halt eine schwierige Sache, definitiv. Klar, ich rede auch schon über viele Themen in meinen Vlogs, aber die Labervideos sind ja dann doch nur bestimmte Themen und die so bestimmte Themen umfassen und die Vlogs sind ja wirklich, ich rede hier über alles Mögliche. Und ja, aber wie gesagt, Labervideos sind ja jetzt eh nicht mehr so das, was ich so richtig cool finde. Und ich glaube, das ist auch das, was zwar ganz gut bei euch ankommt, aber nicht so mega gut. Es ist so, ihr akzeptiert es oder findet es eigentlich relativ gut. Klar gibt es auch ein paar, die es nicht so gut finden, ne? Aber so, ich lese mal weiter. Vielleicht guckst du dir mal beispielsweise Videos von Flexibar an. Er hat auch noch einen Zweitkanal, die Rumpelkiste. Er macht zwar in den meisten Fällen Technik-Reviews, aber die Art und Weise der Videos wirken im Gesamtheit irgendwie noch ein Tick flüssiger. Man hat noch mehr das Gefühl, die Videos sind wirklich für den Zuschauer gemacht und nicht im Sinne von, ich filme einfach mal und schneide das aneinander ohne wirklich erkennbaren roten Faden. Ich glaube, wenn du mal zwei, drei Video parallel vergleichst, weißt du, was ich meine. Ich würde dir das nicht in romanartigen Kommentaren schildern, wenn ich nicht der Meinung bin, du würdest dies ähnlich gut hinbekommen. Ich kann ja mal reingucken, heute wahrscheinlich nicht mehr. Ich hoffe, dass ich auch dran denke. Ich bin immer eher so der Typ, ich liebe es selber, auf Leute zu stoßen, als wenn mir Leute vorgeschlagen werden. Beziehungsweise, ja, es ist immer so ganz komisch. Aber ich mag es natürlich auch, wenn mir Leute vorgeschlagen werden, weil da habe ich mittlerweile ja schon viele Leute gefunden, die ich toll finde, die mir vorgeschlagen wurden. Ich gucke da mal bestimmt rein, auch wenn ich glaube, Technik-Reviews nicht so mein Ding sind, aber ich habe das auch bei Heimwerken gedacht und dann habe ich Finn Kliman geguckt und dachte mir, das ist das Beste, was ich je in meinem Leben gesehen habe. Aber gut. Und danke schön, dass du der Meinung bist, dass ich das auch ähnlich gut hinbekommen würde. Und ja, danke überhaupt für diese Komplimente. Das Zeug dazu hast du allemal. Ich bin mir recht sicher, dass du durch kleine, aber feinere Veränderungen noch eine wesentlich größere Zielgruppe ansprechen wirst. Und ja, was natürlich auch klar sein muss, dass dies
vermutlich in der Gesamtheit noch mehr Arbeit an deinen Videos bedeutet, aber genau dies wird dich von 0815 Videos abheben. Klar ist es schön, eine größere Reichweite aufzubauen. Man freut sich ja immer wieder, wenn Leute dazukommen. Aber ich muss halt wiederum sagen, dass ich an dem, was ich zurzeit mache, dieses Spontane, dass ich daran so viel Spaß habe, dass ich sagen muss, dann nehme ich lieber eine kleine Reichweite in Kauf und mache das, was mir Spaß macht, als eine große Masse zu erreichen. Weil wenn ich nicht das mache, was mir Spaß macht, ich meine, klar, das kann mir auch Spaß machen, keine Frage, aber es ist eine schwierige Sache. Klar, umso mehr Leute dazukommen, umso mehr Leute kommen natürlich auch dazu, die dich nicht mögen. Das muss man auch dazu bedenken und dann, weiß ich nicht, ich bin gerade im Moment mit meiner kleinen, aber feinen, übersichtlichen Community so zufrieden, vor allem, weil ihr alle so ehrlich zu mir seid und so, ist halt cool, so wie ihr seid zu mir und ich, bisher finde ich es ganz gut, auch so, was ihr mir schreibt und überhaupt, ich mag das halt ganz gerne, aber das Problem ist, umso mehr Leute dazukommen, hätte ich das Gefühl, dass dann auch immer mehr Leute dazukommen, die mich nur so teilweise verfolgen und damit hätte ich auch kein Problem, aber das ist dann so dieses, die vielleicht nicht genauso sind wie die anderen und dann dadurch nicht genau, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, aber die sind dann vielleicht nicht so, dass sie sowas schreiben würden als Kritik, sondern sind dann vielleicht Leute, die dann schreiben würden, also das Video war mal richtig behindert und das war's. Und also ich weiß nicht, ich bin halt so glücklich über die Leute, ihr seid so, weiß ich nicht, wie ich mich wahrscheinlich auch mit euch so im wahren Leben unterhalten würde und wo ich mich mal mit euch bestimmt irgendwie irgendwo hinschillen würde und mit euch mal quatschen würde. Glaube ich, kann ich jetzt so nicht sagen, aber von den Kommentaren her und klar bekomme ich nicht auf jedes Video Kommentare und das ist auch vollkommen in Ordnung. Aber wenn ich Feedback bekomme, ist es halt, es geht mir nicht darum, dass es immer positiv ist, wie gesagt, aber wenn es dann Kritik ist, ist die Kritik vollkommen in Ordnung und das finde ich gut. Also, und ich hätte Angst, dass umso mehr Leute dazukommen, dass es umso weniger dann dadurch wird. Klar, es könnten dann mehr Kommentare werden, aber was bringen mir diese Kommentare, wenn sie nur mir teilweise vielleicht irgendwie weiterhelfen oder mich nur teilweise berühren, weil so freue ich mich jedes Mal dann auf einen Kommentar, wenn dann Leute schreiben, wow, das war voll schön oder das war voll gut, das Video. Und klar bekomme ich das dann damit nicht so oft, weil ich ja nicht so viele Abonnenten habe und weil ich auch generell einfach nicht so viele Kommentare bekomme. Aber dafür freut man sich dann darüber umso mehr, weil ich glaube, wenn ich 20 Mal immer diesen Kommentar lesen würde, boah, voll geil, dann ist das so, klar würde mich das freuen, aber es wäre so, es wäre, glaube ich, nichts Besonderes mehr. Ich weiß es nicht, aber ich vermute, dass es so ist. Es würde mehr Arbeit kosten, das definitiv. Und das ist nämlich das Problem, diese Zeit, die ich in dieser Arbeit, also es wäre mehr Arbeit, keine Frage, aber diese Zeit, die ich für diese Mehrarbeit bräuchte, habe ich im Moment einfach leider nicht. Wie gesagt, wenn ich hier hauptberuflich YouTube machen würde, dann würde ich wahrscheinlich eh noch mal ein bisschen an meinem ganzen Konzept arbeiten oder überhaupt generell an meinem ganzen Kanal und würde auch mehr Zeit darin investieren und mehr arbeiten darin, weil ich mehr Zeit dafür habe, weil ich ja meine Arbeit nur darin ziehe. Nur ich mache nebenbei aber noch andere Sachen. YouTube, ich verdiene ja nicht mehr Geld an YouTube und mache das Ganze hier, weil es mir Spaß macht und ich stecke jetzt schon sehr viel Arbeit in Videos rein und bekomme aber nichts dafür. Klar, ich bekomme nette Kommentare und positive Bewertungen. Und das ist voll schön und das reicht mir auch. Aber die Sache ist halt die, wenn ich dann umso mehr Arbeit da reinstecken müsste, ich möchte nicht die Arbeit, die ich im Moment einfach durch oder die ich im Moment mache, das nicht YouTube ist, möchte ich dadurch nicht vernachlässigen. Ich lese erstmal weiter. Vielleicht startest du einfach mal einen Testballon, indem du dir ein Projekt aussuchst, welches du mit den genannten Aspekten aufwendiger produzierst und schneidest, und zwar mit mehr Konzept. Ja, wäre eine Idee, aber ich wüsste nicht, wann ich mal dazu komme, wegen aus Zeitmangelgründen. In den Amerika-Videos war dies ja schon ansatzweise zu erkennen. Ich fand da zum Beispiel richtig gut, wie quasi die zu Hause gedrehten Einspielungen als Erklärung für die jeweilig folgenden Szenen eingesetzt hast. Das Ganze ging schon sehr in die Richtung, die ich dir mit diesem Kommentar vermitteln will.
Ja, natürlich, aber da muss ich dir dazu sagen, das sind ja die Follow-Me-Arounds und meine Follow-Me-Arounds habe ich eigentlich schon so gut wie fast immer so gemacht. Also, dass ich, wenn ich irgendwo weg war im Urlaub, habe ich mich von zu Hause hingesetzt und da nochmal zu was gesagt, weil es mir ja nun mal so schwer fällt, unterwegs mit der Kamera zu reden. Und da habe ich das ja so gemacht, weil es gibt ja schließlich diesen Unterschied zu Follow-Me-Around und Vlogs. Und ja, New York war halt ein Follow-Me-Around-Projekt, was über mehrere Teile ging, weil ein Teil eben zu viel gewesen wäre. Aber zum Beispiel das Gamescom-Video war ja auch eins, wo ich zu Hause saß und dazu was gesagt habe, aber eben auch unterwegs was gefilmt habe und das dann immer einspielen lassen habe. Klar sind diese Videos immer aufwendiger, weil ich mich erstmal hinsetzen muss, um mir das Ganze nochmal anzugucken und dazu was zu erzählen. Und dann muss ich das Ganze gut miteinander verbinden und gut schneiden. Oder relativ gut oder überhaupt zusammenschneiden. Und das ist natürlich immer sehr viel Arbeit. Das ist genauso wie wenn ich meine Kochvideos mache. Erstmal koche ich das Ganze, lalala, aber dann muss ich das Ganze ja drüber sprechen, alles vertonen. Das ist auch immer noch mal mehr Arbeit, aber ich habe lange keine Kochvideos mehr gemacht. Aus Gründen wie, weiß ich gar nicht. Da habe ich gerade gar keine Gründe, warum ich das lange nicht mehr gemacht habe. Wird mal wieder Zeit auf jeden Fall. Ja, aber wie gesagt, meine Vlogs sind halt diese mehr persönlichen Sachen und sind halt diese spontanen Sachen. Weil hier in den Vlogs passiert ja oftmals nicht so viel und ich rede meistens nur in den Vlogs. Und da wäre es komisch, dann nochmal mich dann irgendwie anders zu filmen, wo ich dann nochmal sage, jetzt rede ich über das und das. Das kriegt ihr ja irgendwie mehr oder weniger schon mit in den Vlogs. Also ich weiß nicht, die Vlogs sind für mich einfach nochmal eine ganz andere Rubrik als dieses Follow-Me-Around-Ding. Und ja, ich würde das gerne trotzdem noch weiterhin voneinander trennen, weil ein Vlog ist einfach so eine Mischung aus Follow Me Around und Laber-Video. Und Follow Me Around ist einfach dieses, wo man eben unterwegs ist. Klar gibt es nochmal dieses, wo ich dann dort immer sitze und dazu was sage. Aber ihr seht ja schon mehr Ausschnitte von dem, wo ich da unterwegs bin. Und Laber-Video ist ja dann halt nochmal das, wo ich wirklich nur über bestimmte Sachen rede. Wenn ihr so Themen habt, wo ihr sagt, oh, es wäre cool, wenn du mal darüber reden könntest, dann mache ich das halt. Wenn ich auch selber Bock drauf habe, darüber zu reden. Am Anfang wollte ich natürlich immer Laber-Videos machen und zu jedem Thema, was ihr mir vorgeschlagen habt, bis ich gemerkt habe, ich möchte gar nicht über die ganzen Themen reden, dass ich dann gedacht habe, du hast dich mehr oder weniger nur dazu gezwungen, darüber zu reden, deswegen lässt du das. Ja, ich lese es kurz weiter. Hole den Zuschauer inhaltlich zu den jeweiligen Szenen mit ein paar Worten ab. So können die Szenen viel besser aufgenommen werden. Ja, klar, es stimmt schon, aber ja, wie gesagt, dafür sind es halt, wie gesagt, Follow Me Around, dafür sind es halt Vlogs. Und ich glaube, ich mache es aber auch schon übersichtlicher als vielleicht manch andere Leute. Zum Beispiel schreibe ich wenigstens immer schon Datum und Uhrzeit hin, was zum Beispiel viele in ihren Vlogs überhaupt nicht machen. Oder ich glaube, mittlerweile machen es schon häufiger Leute. Aber ich mache das halt immer, weil man hat ja immer diesen Cut dazwischen und du weißt gar nicht, ist da jetzt eine große Zeitspanne dazwischen oder ist da gar keine Zeitspanne dazwischen? Was ist dazwischen? Also manchmal sind ja wirklich erst in Wochen später, wo dann wieder die Kamera in die Hand genommen wurde. Und manchmal ist es nur einen Tag später oder eine Stunde später. Und da sieht man dann daran halt die Zeitspanne dazwischen. Ist es schon ein anderes Datum? Welche Uhrzeit haben wir im Gegensatz zu der Uhrzeit davor? Und ich kenne halt auch viele Leute, die eben Vlogs machen, aber überhaupt nicht schreiben, welche Uhrzeit das ist oder keine Ahnung, welcher Tag das ist. Und da stelle ich es mir einfach viel, viel schwieriger vor. Und ich glaube, da mache ich das Ganze schon, sage ich mal, viel übersichtlicher. Ich weiß auch, dass einige Leute das nicht machen, weil sie es zu gezwungen finden würden, jedes Mal, bevor sie die Kamera anmachen, auf die Uhr zu gucken, um sich vorher selber in die Kamera zu sprechen. Es ist jetzt so und so viel Uhr, weil du musst ja das immer in die Kamera sagen oder mehr oder weniger ins Kameramikro, damit du selber, wenn du deine eigenen Videos dann cuttest, damit du dann als Cutter dann weißt, aha, das und das musst du jetzt reinschreiben, als Textdatei quasi. Und das weißt du ja sonst nicht, weil wenn du dann irgendwie nach 3 Wochen dir dann das Video anguckst und das schneiden willst oder schon nach ein paar Stunden, kannst du ja nicht mehr wissen, wie spät es dann und dann war, weil du vielleicht nicht mal in der Zeit auf die Uhr geguckt hast. Und ich weiß, dass es viele vielleicht so gezwungen finden und es besser finden, wenn sie einfach ihre Kamera rausholen können und so einfach losfilmen können. Ich meine, ich merke es ja selber manchmal, wenn ich immer vorher sagen muss, welche Uhrzeit es ist, das ist schon eine gewisse Sache, wo da holst du nicht mal spontan die Kamera raus, weil du guckst erstmal, ah, okay, du willst das jetzt filmen, guckst du kurz auf die Uhr, es ist so und so spät, es ist das und das Datum, dann sagst du das an und dann filmst du erst das, was du filmen willst. Klar, gibt es auch Momente,
wo ich keine Uhrzeit gesagt habe oder kein Datum oder was weiß ich. Und da schreibe ich dann auch nichts hin. Aber das sind meistens nur kurze Szenen. Das sind nie lange Szenen, wo keine Uhrzeit und kein Datum steht. Es sind dann entweder Szenen aus Snapchat oder einfach generell, wo dann wirklich mal spontan irgendwas Kleines gefilmt wurde, wo ich da nicht drauf geguckt habe. Aber sonst ist es ja schon relativ übersichtlich, würde ich sagen. Also auf jeden Fall übersichtlicher als wahrscheinlich bei manch anderen. Und ja, meistens sage ich dazu ja auch nochmal was. So, ich bin gespannt, was du gegebenenfalls in den nachfolgenden Videos davon umsetzen kannst. Und ja, es ist logischerweise auch spannender, wenn du, sofern dies möglich ist, viel mehr Outdoor-Content drehst, nach dem Motto, ne, nicht schon wieder die Labertante in ihrem Zimmer, sondern Betty on Tour. In diesem Sinne, bis bald, ich freue mich auf neue, freshe Videos von dir. Winke! Ja, also die nächsten Vlogs, die man dann hier wahrscheinlich nach dem Video sieht, sind eh nicht so nach dem Kommentar gerichtet, weil, wie gesagt, ist ja schon mal ein Unterschied. Ich habe den Kommentar, der wurde vor 6 Tagen geschrieben, aus meinem Fall jetzt. Ich habe den auch erst voll spät gesehen. Ich habe den jetzt so nach bestimmt 4-5 Tagen gesehen, obwohl ich ja sonst immer sofort meine Kommentare sehe, weil ich ja nun mal nicht so viele bekomme. Aber irgendwie, weiß ich nicht, hab das irgendwann gesehen. Ich weiß auch nicht, warum ich das erst so spät gesehen habe, den Kommentar. Weiß es nicht. Ja, auf jeden Fall. Ja, werde ich wahrscheinlich jetzt eh die nächsten Videos, die dann kommen, da kann ich ja den Kommentar noch nicht, weil es sind ja, wie gesagt, alles ziemlich ein paar Monate her Videos, die jetzt immer kommen, im jetzigen Zeitraum gerade, weil ich ja, wie gesagt, so viel gefilmt habe. Und deswegen werde ich darauf in dem Zeitraum wahrscheinlich eh nicht achten. Und bisher, jetzt wo ich den Kommentar halt gelesen habe, habe ich daran auch noch nichts geändert. Aber, weil im Moment auch einfach nicht so dieses... Klar, ich bin unterwegs, fahre zur Arbeit, in meinem jetzigen Fall, also zu meinem Praktikum, bin da den ganzen Tag, dann fahre ich wieder nach Hause. So, und dann bin ich zu Hause und dann chill ich und mache nicht mehr viel und rede ab und zu mit der Kamera, weil ich hier zu Hause einfach diese Möglichkeit dazu habe. Aber sonst passiert halt unterwegs zu filmen, morgens penne ich meistens in der Bahn und ich wüsste auch nicht, was ich da filmen soll, dann... komme ich da an auf Arbeit und mache da mein Ding. Nächstes Jahr ist ja dann auch schon wieder, dass ich dann morgens zur Schule fahre, dann habe ich Schule und dann fahre ich wieder nach Hause und dann mache ich eigentlich nicht mehr viel, außer wenn ich was für die Schule machen muss, weil mache ich was für die Schule und ansonsten chill ich halt einfach nur und deswegen gibt es da immer nicht so viel zu sehen. Und wenn ich was mache, mache ich was am Wochenende und das ist meistens mit Freunden und Familie, wo es nun mal nicht so cool ist, die Kamera immer dabei zu haben, weil es nun mal Leute gibt, die nicht unbedingt auf YouTube zu sehen sein wollen und ich... finde es auch immer so, wenn die Zeit mit den Leuten gerade total cool ist und total chillig, finde ich, ruiniert diese Kamera dann immer alles, wenn du die dann plötzlich rausholst und dann verhalten sich die Leute meistens immer anders vor der Kamera, weil die dann immer so sind, so, es ist halt, es ist schwer zu erklären, aber man ist dann halt, klar, ist es für die, ich... komisch, weil sie denken sich ja, es sehen ein paar Leute und es ist öffentlich und man sollte sich natürlich immer von seiner besten Seite zeigen und so. Und das ist dann so, ja, das ruiniert dann so ein bisschen die Situation, wie man gerade eigentlich entspannt mit den Leuten da war. Deshalb, ich hoffe, ihr habt das einigermaßen verstanden, wie ich das meine. Ich konnte das jetzt so schwer in Worte fassen. Ich wusste nicht genau, wie ich das jetzt genau sagen soll. Aber ich hoffe, das wurde jetzt einigermaßen verstanden. Ich werde versuchen, dass ich nicht mehr so einen hektischen Bewegungen mache. Ich versuche generell einfach ein bisschen strukturierter daran zu gehen. Möchte es aber auf jeden Fall bei den Vlogs nicht versprechen, weil ich das Spontane eigentlich sehr gerne mag bei den Vlogs. Was die Laber-Videos angeht, könnte ich mir überlegen, da mal ein bisschen was zu aufzuschreiben, wenn ich darüber reden will und so, über ein bestimmtes Thema. Aber da wahrscheinlich in nächster Zeit erstmal kein Laber-Video mehr kommt, weil ich eben nicht mehr so viel Spaß an dem Ganzen habe, kommt wahrscheinlich in nächster Zeit eh kein Laber-Video mehr. Somit ist das dann auch nochmal so ein Ding, was dann eh erstmal rausfällt. Ja. Gut. Das wollte ich nur erzählen. So.